Die Wasserkraftanlage Nangbito ist betriebsbereit. Ein Knopfdruck, das Wasser treibt die erste Turbine an. Den Auftrag erhielt Hochtief gegen internationale Mitbewerber. Das erste Hochtief-Team geht bereits wenige Tage nach der Vertragsunterzeichnung an die Arbeit. Beim Einrichten der Baustelle ist manches Hindernis zu überwinden. Über diese Brücke sollen tonnenschwere Lasten rollen, wenn die Ausrüstung aus Deutschland eintrifft. Ein Hotelzimmer dient vorerst als Vermessungsbüro. Der Landwirtschaft ist der Regen willkommen. Für die Baustelle kann er zur Gefahr werden. Der Regen will kein Ende nehmen. Längst ist die 20-Jahres-Marke überschritten. Nach 33 Monaten beendet Hochtief die Arbeiten.